Morgen steigt das Topspiel gegen die Bayern. Heute schon das Feiertagsmagazin mit eurem Nobby. Wer steht Samstagabend oben? Für den BVB und FCB geht es im Klassiker um die Tabellenführung. Wer schießt sich nach oben? Die Topstürmer Ober und Levi im direkten Duell. Er war immer ganz oben. His Ernest zu Gast bei Nobby im Studio, Karl-Heinz Riedle. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Und diesmal ist es ein richtiger Feiertag hier bei uns im Stadion. Der Tabellenzweite trifft auf den Tabellenersten. Borussia Dortmund spielt gegen Bayern München. Und es ist natürlich auch das Aufeinandertreffen der beiden besten Torschützen der letzten Jahre. Pierre-Emerick Aubameyang und Robert Lewandowski. Nach 10 Spieltagen haben beide 10 Treffer. Es ist bei den beiden irgendwie wie im Wilden Westen. Es wird geballert und geballert. Spiel mir das Lied vorm Tor. Ich denke, ein passendes Lied und wir hoffen natürlich, dass Ober morgen den Ton angibt. Mein heutiger Gast jedenfalls wusste immer, wo das Tor steht. Deshalb begrüße ich ihn ganz herzlich, Kalle Riedle. Kalle, schön, dass du hier bist. Wirklich toll. Und du bist zum ersten Mal hier bei mir, bei uns im Feiertagsmagazin. Du bist ja ansonsten für unseren BVB viel unterwegs. Du bist als internationaler Botschafter oft in Asien. Erklär unseren Zuschauern mal, was machst du da eigentlich? Gut, das sind immer Reisen, die sehr gut vorbereitet sind vom Marketing, wo es halt einfach auch darum geht, neue Sponsoren, neue Partner, neue Fans zu gewinnen. Und wir machen meistens irgendwelche Promo-Aktionen dann in den Ländern. Jetzt waren wir vor kurzem in Jakarta. Wow, sehr viele TV-Stations da gewesen und Medien. Also waren eigentlich. Bist du da vorher schon mal gewesen? Nee, war das erste Mal in Jakarta. War ich noch nie. Also die anderen Länder war ich schon überall mal, aber Jakarta war das erste Mal in Indonesien. Und macht natürlich super Spaß für unseren BVB. Ja, absolut. Also man sieht auch, dass die Marke immer bekannter wird im Ausland und es macht echt Spaß, da mitzuwirken. Ja, mit dir als internationalen Botschafter kann natürlich auch nichts schiefgehen. Wir kommen jetzt zum Fragenkonter. Also ich stelle dir 5 Fragen. Konter. Ja, okay. Und du, kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. Die wichtigste Eigenschaft für einen guten Stürmer? Boah, Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Der beste Stürmer aller Zeiten? Aller Zeiten, Pelé. Dein schönstes Tor für den BVB? Gott, das Wichtigste würde ich sagen, Finale Champions League. Der beste Vorbereiter deiner Karriere? Beppe Signori bei Lazio damals. Dein verrücktester Torjubel? Er war wahrscheinlich auch Champions League mit der Fahne am Schluss. Das war eigentlich auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich so einen Jubel gemacht habe.
Ja, wir haben zu Beginn der Sendung schon gesagt, es ist auch das Duell der Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang gegen Robert Lewandowski. Und jetzt wollen wir natürlich intensiver über das Topspiel reden. Und dass mein heutiger Gast genau der Richtige heute hier ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Kalle Riedle, ein echter Experte, wenn es um München geht. Ob gegen 1860 oder die Bayern. Ein Heimspiel gegen die bayerische Landeshauptstadt hat er nie verloren. Und dabei natürlich regelmäßig getroffen. Mal standesgemäß für R. Riedle per Kopf, mal mit dem gefühlvollen Chip. Immer zum wichtigen 1:0. Und dann waren da ja auch noch zwei Treffer in München, die für die Geschichte von Borussia Dortmund nicht unwichtig waren. Da war übrigens der verrückteste Torjubel. Genau, das war der. Ja, also es gibt keinen besseren München-Experten als dich, sagen wir jetzt einfach mal so. Du hast mit Berlin, Bremen und Dortmund gegen die Bayern gespielt. Was war denn so der Unterschied bei den Spielen, wenn du mit Bremen und mit Berlin gegen die Bayern gespielt hast oder mit dem BVB? Okay, mit Berlin war natürlich schon ein Riesenunterschied, weil da war klar, da ging es eigentlich nur darum, dass man nicht relativ viel bekommen von Bayern. Wir waren Abstiegskandidat damals mit Blau-Weiß 90 und da war es natürlich schon eine andere Hausnummer, als wenn jetzt mit Borussia Dortmund oder selbst mit Werder Bremen. Aber mit Werder Bremen hatte ich, glaube ich, auch immer relativ oft getroffen gegen die Bayern. Also es war eigentlich immer so ein Spiel, das wo ja jeder... Du hast ja quasi in jedem Spiel getroffen. Nein, aber gegen München war natürlich schon so, dass da war ich natürlich speziell motiviert und da hatte ich das Glück öfter, dass ich mal getroffen habe. Und wenn du mit dem BVB gegen die Bayern gespielt hast... und ein Tor erzielt hast, war es immer das 1:0. Wie wichtig sind gerade gegen die Bayern so die ersten Treffer, der erste Treffer? Ja, ich hatte ja nicht so viele, leider nicht so viele Tore für den BVB damals zu der Zeit gemacht, aber die ich gemacht habe, die waren relativ wichtig. Und gegen Bayern einfach ein 1:0, das war natürlich schon immer sehr wichtig, weil da zu unserer Zeit gab es ja jetzt nicht unbedingt 4 oder 5:0 gegen München. Und deshalb waren eigentlich, sagen wir, so ein 1:0 hat schon immer sehr gewiegt. Morgen spielen ja auch die Teams gegeneinander mit den meisten Großchancen, mit den meisten Torschüssen. Das ist quasi auch ein Paradies für jeden Stürmer. Ja klar, also ich meine, wenn im Moment bei den Mannschaften vorne drin spielst, dann wirst du eigentlich gefüttert von den Mittelfeldspielern, auch Ober in den letzten Spielen. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen, er hat natürlich jetzt nicht unbedingt getroffen die letzten Spiele, aber trotz alledem ein Stürmer, der immer wieder seine Torchancen kriegt. Manchmal, wenn du in der Krise bist, weißt du besser wie ich oder wir wissen es eigentlich beide. Jahrelang hatte ich die. Genau, ist es eh schwierig, da kommst du teilweise gar nicht in die Situation. Aber er kommt fast bei jedem Spiel minimum 2-3 Mal in die Situation, wo er eigentlich nur ein Tor machen und das kann. Muss man sich erarbeiten, das kann ja, absolut. Ist nicht, wenn du nur rumstehst. Nee, absolut nicht und er steht ja nicht rum. Also er bewegt sich super und es waren halt ein paar Mal so ein bisschen unglückliche Situationen, aber ich bin mir sicher, wenn er jetzt wieder einmal mal trifft, dann geht es ganz schnell wieder nach vorne. Du schaust viel Fußball, du guckst dir viele Spiele an. Würdest du heute gerne als Stürmer noch mit dabei sein? Ja klar, ich meine, wer nicht? Ich meine, wenn man heute den Fußball sieht, ist viel schneller, viel athletischer und wahrscheinlich auch für die Stürmer noch mehr an Torschüssen werden schon kreiert vorne drin. Also könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, da würden wir beide nicht so schlecht ausschauen. Wenn wir die defensiven Aufgaben nicht unbedingt übernehmen. Ja gut, das wäre jetzt nicht unbedingt unsere Stärke gewesen. Ja. Ja, jetzt haben wir so eine kleine Ergebniskrise und Ober trifft im Moment auch nicht so wie vorher. Kennst du die Situation auch und wie geht man da am besten mit um? Ja gut, die Krisen, die hatten wir alle auch in unserer Karriere und natürlich ist das jetzt keine Einfallsituation, die Ergebnisse bleiben aus, jetzt kommt Bayern München auf der einen Seite, das sind auch so Spiele, die können so gehen oder so, also ich meine, morgen kannst, wenn alles schlecht läuft, natürlich auch verlieren, eher klar verlieren, auch wenn es ganz blöd läuft, aber du hast natürlich auch morgen die Möglichkeit, vieles zurechtzubiegen mit einem super Spiel und einem tollen Ergebnis sind wir wieder voll in der Spur und dann sind natürlich viele Sachen, werden vergessen gemacht und auf das hoffen wir mal, glaube ich, alle, dass morgen, sag mal, die Explosion kommt von den Spielern.
Wir könnten gut mit dem Ergebnis des 11. Spieltags des letzten Jahres leben, oder? Ja, absolut. Ich meine, 1-0, ich war letztes Jahr auch im Stadion, das war grandios. Das war auch und das war auch gegen die Bayern, genau. doch, also mit dem Ergebnis könnte man mehr als gut leben. Ja, wir haben jetzt schon viel über deine aktive Karriere gesprochen. Es gibt bei uns eine Rubrik, die heißt Sag doch mal. Ein Bekannter, ein Freund, vielleicht danach nicht mehr, darf eine Frage stellen an dich. Und die beschäftigt sich diesmal allerdings mehr mit dem Thema nach deiner Karriere. Hallo Kalle. Ja, wir beiden waren ja jetzt schon einige Male als Botschafter des BVB in Asien unterwegs. Und was ich mir ständig anhören muss, ist, oh, der Kalle, der sieht ja noch so toll aus. Der sieht ja noch genauso aus wie zu seiner aktiven Zeit. Ja, dann erzähl du den Leuten doch mal, wie du das hinbekommst. Ja, von deinem asketischen Lebenswandel. Ja, von deinem Sportprogramm, was du jeden Morgen von 6 bis 10 Uhr durchziehst. Dass du ein passionierter Jogger geworden bist, der irgendwie ständig durch den Algorithmus. Ja, aber da ich deine Antwort jetzt schon kenne, nervt sie mich. Aber das Leben ist nicht immer gerecht. In diesem Sinne, Kalle, wir sehen uns in China. Hip, hip, hurra. Oh Gott, schon wieder. Schon wieder in China, ne, oder China. Auch sehr schön. Ja. Ja, jetzt will er was wissen. Ja, ja gut, genau. Was soll ich dir sagen? Ich mache relativ wenig. Ich spiele auch ein bisschen Golf, aber natürlich, ich wohne im Allgäu, das sind die Berge, da hast du eine schöne Luft und ich glaube, das ist eigentlich so das Geheimnis. Ich mache jetzt auch nichts anderes wie andere Leute, aber ich habe vielleicht das Gen, dass ich jetzt nicht so schnell alte, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Ne? Ja, genau. Ach schön, also da ist auch eine Möglichkeit, einfach nichts zu machen. Warten, was passiert. Dann sieht man so aus wie Kalle. Ja, gut. Aber ich glaub, Nobby, du hast dich da auch gut gehalten. Ich mach dir doch nicht schlecht. Ich glaube, das hat der eine oder andere schon versucht, nichts zu tun. Womit vertreibst du dir eigentlich die Zeit, wenn du nicht gerade für unseren BVB unterwegs bist? Hobbys hast du gesagt, du spielst ein bisschen Golf. Ja, ich habe schon viele Hobbys, was ich jetzt eigentlich auch immer wieder pflege. Tennis spiele ich viel, Skifahren auch. Und ich bin ja mittlerweile schon Opa. Also von dem her gesehen habe ich einen Enkel. Oh, oh. Und mit dem beschäftige ich mich sehr viel. Ja, ach, schön. Das macht auch richtig Spaß. Gut ausgesehen hast du nicht nur neben dem Feld, sondern auch auf dem Feld. Vor allen Dingen bei großen Spielen gegen die Bayern, Pokalfinale, natürlich im Champions-League-Finale. Wie kam das? Haben so große Spiele auch für dich einen ganz besonderen Reiz? Bereitet man sich da besonders viel vor? Wie hast du das immer gemacht? Ja gut, also große Spiele haben mich schon immer gereizt. Natürlich, das sind so die Plattformen, wo jeder treffen will, das ist ja klar. Und das war auch zu meiner Zeit so, ich war da auch immer sehr angespannt, aber auch natürlich hoch motiviert, in den Spielen auch zu treffen. Und Gott sei Dank ist mir das dann auch öfter mal gelungen, dass es eigentlich in den allerwichtigsten Spielen, dass ich da das Glück hatte, dass ich dann auch getroffen habe. Wobei viele überragende Fußball auf der Welt nicht versagen, sind in großen Spielen meistens. Ja gut, wenn man sich natürlich zu viel Druck macht, ist schon klar, dann kann es natürlich auch Versagen natürlich geben. Aber Gott sei Dank hatte ich das nicht. Also ich konnte mich auf den Punkt dann eigentlich auch immer ganz gut konzentrieren. Ich war dann eher schlecht bei den durchschnittlichen Spielen. Da habe ich dann mal zwischendrin gar nicht getroffen. Aber so bei den ganz Großen, da ist, auch schön, da so ist es dann immer ganz gut. Genau. Ja, genau. Ja gut, aber du kennst es doch auch aus Berlin, Nobby. Ja, das war ein Spiel, aber bei dir waren es viel, viel, viel mehr. Ja, genau. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie du jetzt aussehen wirst, weil jetzt geht es in den Zweikampf. Oh Gott. Schwarz oder Gelb? Ja, Kalle, wir bekommen jetzt drei Szenen eingespielt. Das Bild wird angehalten und dann gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Wir müssen entscheiden oder du musst dich entscheiden, was du glaubst, was jetzt als nächstes passiert. Okay. Ich sage 3, 2, 1 und dann halten wir die Karten hoch. Und im Moment führe ich noch. Und die Führung kann mir Kalle heute nicht wegnehmen. Na ja, schauen wir mal. Was, Teddy tunnelt oder Teddy tätschelt? Tätschelt. Was sie tunneln, kennst du auch. Ja, dann wir müssen jetzt raten. 3, 2, 1... Oh ja, 1-0 für dich, oder? Das hast du sehr gut erkannt, Kalle. Ja gut, mit sowas rechnet man natürlich nicht.
Also er biegt mal ab hier auf die, Rech- auf die von uns aus gesehen Drei, rechte Seite. 2, 1. Shit. Bin ich schlecht, du. Okay, okay, dritte Szene. Es steht weiter 1-0. Drei, zwei, eins. Frankie ist dabei, da habe ich das Song. Schlimmere genommen. Ausgleich. Ausgleich, ja genau, siehst du. War einfach nur geraten. Schicklich, friedlich. So wie wir sind, Kalle. Ja, okay, unentschieden. Unentschieden. Gut. Ja, Kalle, wir sehen's. Ja. 19-15. Der Abstand ist geblieben, da freue ich mich natürlich riesig drüber. 19-15. Wir machen noch ein schönes Selfie. Jetzt muss ich gucken. So ein bisschen. Okay. Pass mal drauf. Ja, so ist gut. Ah, okay. Easy. Ja, das Bildchen braucht noch einen kleinen Moment. Es war aber nicht das erste Duell Nobby gegen Kalle, wie ihr im nächsten Beitrag sehen werdet. Karl-Heinz Riedle und Norbert Dickel. Zwei BVB-Legenden, die nie zusammen, wohl aber gegeneinander gespielt haben. Und dabei jede Menge Tore und Geschichten lieferten. Die erste Begegnung 1986. Nobby kam, traf und siegte. Sein erster Bundesliga-Doppelpack führt zum 7:0 Endstand gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Für den jungen Kalle die höchste Niederlage seiner Karriere. Beim ersten Mal tat's halt noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Denn die Führung durch Dickel im Rückspiel egalisiert Riedle zum Punktgewinn. Kalle wechselt zu Werder und auf die Siegerstraße. Zweimal bezwingt er Nobby und den BVB, zweimal trifft er, zweimal in seiner Paraderolle als er Riedle. Die Revanche folgt bittersüß. Pokalfinale 1989. Der Allgäuer trifft zur Bremer Führung, doch es ist der Tag, an dem Dickel zum Helden von Berlin wird. Das letzte Aufeinandertreffen im Dezember 89 in einer Final-Neuauflage. Wieder gewinnt der BVB mit 4:1 und wieder trifft Nobby. Es ist sein vorletzter Treffer in seinem vorletzten Profispiel. Dickel wird zur Stimme von Borussia Dortmund, Riedle zum schwarz-gelben Champions-League-Helden und jetzt endlich, 31 Jahre nach ihrer ersten Begegnung, gemeinsam auf einem Selfie. Und da ist es, das Bild, Kalle und Nobby hier auf der Couch. Kalle, erinnerst du dich noch an die ganzen Spiele? Ich habe mich gerade ein bisschen schwer getan, dass wir so oft gegeneinander gespielt haben. Ich auch, nach 31 Jahren. Nee, ich kann mich auch nicht mehr erinnern an die ganzen Tore. Ich wusste natürlich schon, dass du einige gemacht hast gegen uns. Und ich wusste allerdings auch, dass du sehr, sehr viele gemacht hast. Nee, aber ganz ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt auch noch mal gewusst. Schön. Wir drücken den Jungs die Daumen für morgen, Kalle. Vielen, absolut, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und morgen müssen alle, die ein schwarz-gelbes Herz haben, Vollgas geben zu Hause. Daumen drücken, Pfennige rausholen. Morgen können wir alles gebrauchen, glaube ich. Und wenn wir dann am Ende das Spiel gewinnen und wieder Tabellenführer sind, sind wir doch alle glücklich. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Kalle, nochmal vielen Dank. Danke dir. Euch viel Spaß. Viel Glück. Und hoffentlich schauen wir am Montag von oben auf die Tabelle. Tschüss.